doch, Alter. Oh, du sollst klopfen. Oh ja. Tommy. Was schon da? Oh Mann, was? Das ist Trauerschaffeln. Trauerschaffeln? Sag mal, du bist doch schon so, seit einer Woche hier so ein Trauerkloß. Was ist denn los, ja, Mensch? Weil ich vielleicht traurig bin seit einer Woche. Du kannst doch mit uns reden, Tommy. Oh nee, ich will nicht mit euch reden. Tommy, wenn du nicht mit uns reden willst, dann ich hab dir doch die vor ein paar Tagen hier die Nummer durchgeschoben. Das ist eine Nummer gegen Kummer. Da kannst du anrufen und dich auch mit denen unterhalten, wenn du nicht mit uns reden willst. Oh Mann, Jürgen, ich ruf doch jetzt nicht so eine Hotline an, ey. Hä? Ja, nee, das ist jetzt nicht so eine Hotline, also das ist jetzt extra so eine Nummer. Wenn du da mal was hast, dann kannst du da jederzeit anrufen. Das ist gar kein Problem, wir reden dann mit Boah, dir. Boah, nee, ey, wenn ich reden will, dann mach ich einen Post bei Insta oder Face. Tommy, sag mal. Ah, Mensch, Tommy, jetzt verstehe ich, wo der Kürbis die Kerne hat, Mensch. Du magst die Frau da. Hallo, das ist ein Mädchen, das ist keine Frau. Frauen sind voll alt. Ah, Thomas, Frauen sind alt. Also, so oft zu spinnen, da hast du so einen Quatsch aufgesammelt. Hey, das ist kein Quatsch, das ist ein Mädchen. Weil wenn Mädchen erwachsen werden, werden sie Frauen und Frauen sind alt. Mensch, Tommy, da bin ich jetzt aber heilfroh, du. Och, Mensch, da kommt doch jeder in das Alter. Mensch, das ist doch gar nicht so schlimm, du. Und wir dachten schon mit Mutter, dass ja, du dich mit Lars besonders gut verstehst. Ja, ich tu mich mit Lars gut verstehst, auch mein bester Kumpel. Ja, also, ja, ihr seid ja Freunde. Ja, es ist in Ordnung, Tommy. Hey, was meinst du? Nee, nicht schon gut, das ist egal. Das ist so Erwachsenengespräch. Boah, ey, du bist so cringe, ey. Ja, du bist auch ein Kringel. Super! Ja, wie jeder Vater das oder so. Hey? So, Thomas, nein, aber damit hier deine Kummer da endet, dein Vater gibt dir erstmal ein paar Tipps. So. Oh nein, bitte geh einfach. Ja, nee, keine Widerrede. Hör zu. Ich will keine Tipps. Regel Nummer 1. Du musst der Frau zeigen, dass du da bist. Nein, mach das trotzdem. Also immer schön schreiben. Zu Anfang kannst du das jeden Tag machen. Und wenn es später dann intensiver wird, kannst du das jeden Tag so 2 bis 3 Mal. Musst du dich melden. Eine Frau braucht Aufmerksamkeit, Thomas. Hä? Nicht? Nee. Doch. Glaub mir mal. Nervt sie das nicht? Nein, damit zeigst du ihr nur, dass die Frau dir wichtig ist. Das ist Regel Nummer 1. Schreib dir das hinter die Ohren. Ja, okay, wenn du das meinst. Tommy, was machst du da? Hä? Hinter die Ohren schreiben? Oh, du spinnst wohl. Das sagt man doch noch so. Ja, dann sag doch gleich, dass das nur Spaß ist, ey. Jetzt hör auf da. Mann, ey. So, Regel Nummer 2, Tommy. Ganz wichtig. Wenn es dann alles geklappt hat und ihr mal einen Streit haben solltet, dann... Sie hat recht. Du bist der Klügere, du musst nachgeben. Hä, nee? Ich bin doch Alpha, ich geb doch nicht nach. Alphas geben nicht nach. Also, Tommy, eins solltest du mir glauben, ein Alpha bist du nicht. Und, hey, klar, ich bin sowas von Alpha. Auf dem Sofa willst du auch nicht schlafen. Das ist dann unbequem und... Ja, wir können wenigstens in Ruhe zocken. Auf du zeigst der Frau, wenn du nachgibst, dass du sie gern hast und dass sie dann auch mal was zu sagen hat. Hä, nee? Der Mann hat im Haus die Hosen an. Ja, der Mann hat im Haus die Hosen an, das stimmt schon. Da gibt es so einen Spruch, aber der geht ja weiter. Die Frau bestimmt, welche Farbe. Ja, und das ist tatsächlich, ja, so. Darf ich jetzt also keine eigene Meinung haben, oder was? Ja, natürlich darfst du die haben. Ja, je. Wenn sie schläft oder nicht da ist. Boah, du bist so ein Pantoffelheld. So, Regel Nummer 3. Damit der Streit geht von 2 vorbei. Was redest du, ey? Ja, das habe ich mir so gerade ausgedacht. Ja, das geht so, doch pass mal auf, Regel Nummer 3 ist... Wenn sie dir an dich auch was verändern will, so Outfit oder irgendwas, dann lass es lieber zu, Tommy. Also, warum? Die Frauen wissen schon, was das Beste für dich ist, ne? Nee. Die Frau muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Ja, dich so akzeptieren, also, Thomas, wer wird dich denn akzeptieren, sag mal? Ja, meine Frau wird mich so akzeptieren. Deine Frau wird dich akzeptieren. Also, Thomas, jetzt mal bei uns, unter uns Männern. Ja, was denn? Du trägst deine... Guckst du hier immer auf links? Ja, weil das schlau ist. Wenn die eine Seite dreckig ist, dann trägt man das auf der anderen Seite. Ja, eben, weil die auf rechts dreckig ist. Also Thomas, das macht doch kein doch. Mensch. Doch, außerdem spart das Wasser. Wasser sparen, also... Das spart kein Wasser, weil die Mutter muss dann immer die Wäsche auf 90 Grad stellen, auf Kochwäsche. Ey, mach doch, ey. Nachher heiratest du dann auch irgendwie die Frau und dann, ja, macht sie deine Wäsche und dann sieht sie das. Dieses Theater da von links und rechts, von beiden Seiten. Hä, die heirate ich doch nicht. Wie nicht, ja... Warum kannst du sie nicht heiraten? Ja, die ist verheiratet mit einem Tänzer und das hat so besser. Thomas, ich glaube, ich bin also so. Da fangen wir jetzt gar nicht erst an. Das Bild jetzt wird konfisziert. Nein. Die Frau vergisst du aber ganz schnell hier. Thomas! Oh, nein, nee, Thomas. Das war von also dir jetzt bearbeitet. Jetzt spreche ich hier mit erhobener Stimme. Also wenn ich das der Mutter erzähle, dann gibt's ja aber Taschengeldkürzung, Kumpel. Brigitte, Mäuschen. Hm.
Hast du Zimmer aufgeräumt? Hast du gestaubsaugt? Hast du Müll rausgebracht? Hast du Rasen gemäht? Da habe ich gemacht. Putte, blind! Was ist diese Depression in deinem Gesicht, ha? Ach, gar nichts, Pap. Ich habe nichts gemacht. Nein. Hat Mama oder was, ha? Nee, hat Mama auch nicht. Na, schütte doch. Na, nichts, Pap. Was ist? Los, ha? Gar nichts. Ha? Mädchen oder was? Ну, vielleicht, ja, Mädchen. Putte! Wegen Mädchen, du depressiv Gesicht oder was? Oh. Weißt du, was wirklich depressiv bei uns damals gewesen ist? Wo Schmand war Luxus. Und dann hast du gemacht Pelmeni und keine Schmand. Это вообще две разные вещи. Das sind zwei verschiedene Sachen. Какой zwei verschiedene? Пельмени und Mädchen, das ist alles gleich. Hast du zu viel, hast du Bauchschmerz. Так, давай, ich gebe dir типа Мива. Нет, пап, danke, не надо тип. Ну, натюрлих, я бы тип. Ну, зиц, айна воха, как кощей в пещере, хекса на холе. Ну, айфа, он там зиц, зицевать. Давай, так, что? Окей. Шаг первый. Шрит, шрит, шаг, шаг, шриты ваши. Шрит. Selbstwurstsein bewusst этот. Selbstwurstsein. Selbstwurstsein. Selbstbewusstsein heißt das. Ну, bewusst, во, du verstehst doch, was ich sage. Что ты? Korrigieren, Professor. Почему Professor? Selbstwurstsein. Du musst haben. Ja, okay. Du, вот, ну, ровно сядь. Setz dich vorne в dich hin. Du, что-то как-то... Сидит wie krumme Finger. Wie, wenn dein Freund Dima in Nase bohrt, dann auch krumme Finger. А du, ты чё, krumme Finger? Какой krumme Finger? Du musst sitzen, wie, вот, Fritz показывает, gerade, вот. Так. О, 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 siehst du? Selbstwurstsein какой? Так неудобно, во. Пап. Sitzen, Selbstwurstsein. Schritt 1, а Schritt 2, блики. Блинкен? Ну, блики, во, блики. Блика, пап. Я думаю, gucken, wenn du siehst, Frau, und du weißt, вот Frau für Leben, да, блики. Selbstwurstsein и блики, wie Tiger, was jagen Zebra. Пап, ja? Ну как, wie soll ich denn, wie Tiger, soll ich jetzt schnurren, oder? Пап, чё ты? Пап? Пап? А? Здесь дух? Das ist вот как снайпер, лазерпойнтер. Пап... Eine Ziel vor Augen. Macht dir das nicht Angst? Какой Angst? Angst ist nur, wenn du morgen aufstehst, ja, и Augen auf, и Mutter guckt dich so. Ja, das kenn так, ich Schritt auch. 3, Körper sprechen. Körper sprechen, reden. Körper sprechen, вот. Что, тебе объяснить? Du weißt nicht, was Körper sprechen ist. Ага. А? Körpersprache. Окей, я понял. Так, letzte wichtige Tipp. Du musst riechen wie Schaschlik. Riechen wie Schaschlik? Видал, Рэпер? О, letzte wichtige Tipp. Du musst riechen wie Schaschlik. Wie? So wie ich sage. Wie? Du musst riechen wie stabiler Mann, was stehen auf seine Pятkas. Ja? Und nicht там на цыпочках. Verstehst du? Wie? О, стабильно. Zwiebель. Fleisch, Marinat, Benzin, Reifen, das ist ein Geruch, was man muss tragen, verstehst du? Pap, ich glaube, Frauen mögen lieber Parfüm. Какой Parfüm? Ты чё? А? Тебе Körpersprach показать, oder was? Parfüm. Не Parfüm, а Perdun. Почему Perdun? Parfüm. Verstehst du nicht? Wenn Frau sehen, вот ты Parfüm, Parfüm, там это, че. Frau sehen und wissen, okay, das ist kein Mann für Leben. Warum? Warum? Frage dumm, warum? Warum dumm? Ich frag doch wenn, nur. Wenn Frau dich so sehen, oh, там это, sie weiß, aha, diese Mann brauchen lange in Badezimmer als ich selber. Verstehst du? Okay. Und dann Frau, oi, ich suche andere. Ah, du gehst mit Zwiebeln, sagst du, hallo, okay. Riechen, ja. Frau, ой, о, Zwiebeln. Ну, sagst du, ja, ну я, hab ich gemacht Schaschlik. Dann Frau weiß, о, Mann hat gejagen, hat Schaschlik gemacht, hat Reifen gewechselt, hat Auto getankt. Verstehst du? Stehen, stabiler Mann. Dann Frau, о, интерес. Ja, ja, ich schätze, danke, ну, Pap. Danke. Gehst du? Probieren. Сейчас, solange Information frisch im Kopf, du geh probieren. Ну, okay, ja. И kommst wieder mit Schwiegertochter für mich. Hast du verstanden? Ja. Так, ты быстро, уберись. Ну, я уберусь. Окей, все. Hallo, liebe Internetzuschauer. Ich hoffe, ihr habt was gelernt aus dieser Folge. So, wir haben mit Thomas gesprochen. Wir haben komplette Versammlung gehabt und haben gesagt, das geht nicht, Thomas. Das funktioniert nicht. Ne? So, mit Alessia und Anton hier sowas zu machen. Die beiden verlinke ich euch nochmal. Das ist ein Fake-Bild. Ne? Das existiert nicht.
Trotzdem könnt ihr hier abonnieren und hier andere Videos angucken und die Profile von den beiden steht in der Beschreibung.